Hallo und herzlich willkommen, liebe Freunde. Vielen Dank fürs Einschalten heute zu einer neuen Ausgabe hier auf meinem Kanal zum Thema Corona-Impfung. Viel Spaß! Es hat begonnen. Rund 11 Monate nach Bekanntwerden des ersten Corona-Falls in Deutschland nimmt die größte Impfaktion seit Bestehen der Bundesrepublik heute ihren Anfang. Allem voran die 101-jährige Edith Kwoisala in Sachsen-Anhalt. Während man dort in einem Seniorenzentrum in Halberstadt bereits am Samstag mit Impfungen an Bewohnern und Mitarbeitern begann, haben andere Bundesländer wie Bayern, Hamburg, Nordrhein-Westfalen und weitere mit dem offiziellen Start heute begonnen zu impfen. Das Bundesgesundheitsministerium hat beschlossen, dass vorrangig in 3 Gruppen geimpft werden soll. Dabei unter anderem Menschen über 80 sowie Pflegekräfte und besonders gefährdetes Krankenhauspersonal. Die mehr als 400 Impfzentren werden größtenteils erst in den nächsten Tagen in Betrieb genommen. Gesundheitsminister Jens Spahn rief zu einem nationalen Kraftakt auf mit den Worten: "Dieser Impfstoff ist der entscheidende Schlüssel, diese Pandemie zu besiegen. Er ist der Schlüssel dafür, dass wir unser Leben zurückbekommen können." Versteht, dass momentan noch eine begrenzte Menge an Impfdosen bereitsteht, ca. 150.000 Stück. Bis zum Ende des Jahres sollen es aber schon 1,3 Millionen sein. Bis Ende März sogar bis zu 10 Millionen Impfdosen. Ja, und bis Mitte des Jahres möchte Spahn allen, die sich impfen lassen möchten, ein Angebot machen können. Die Impfung ist freiwillig und kostenlos, aber genau hier spaltet sich die Meinung der deutschen Bürger. Neben den ohnehin radikal denkenden Querdenkern gibt es auch realistisch denkende Menschen, die sich uneins darüber sind, ob sie sich impfen lassen sollen oder lieber nicht. Denn man bedenke, der Impfstoff wurde in einer Rekordzeit von 11 Monaten nun zur Verfügung gestellt. Und genau das gibt Grund und Anlass zum Bedenken. Mir ist eure Meinung sehr wichtig, deswegen möchte ich euch bitten, einmal in die Kommentare zu schreiben, wie ihr über das Thema Impfung denkt und ob ihr euch impfen lassen würdet oder eher nicht. Naja, und dann bleibt ja auch noch das Thema des mutierten Coronavirus. Zuerst festgestellt in Großbritannien, haben wir nun auch den ersten festgestellten Fall in Deutschland, in Baden-Württemberg. Und ersten Aussagen zufolge soll der BioNTech-Impfstoff, der derzeit zur Verfügung steht, auf diesen mutierten Virus keinen Einfluss haben. Das heißt, auch hier bleibt abzuwarten, wie die Verbreitung des mutierten Virus sich verhält. Alles in allem muss man sagen, 2021 stellt wieder mal einige Herausforderungen vor sich. Und es bleibt abzuwarten, ob wir unseren normalen Alltag wieder aufnehmen können und ob es ein normales Leben, so wie wir es von früher kennen, überhaupt wieder geben wird. Corona ist da und wird bleiben. Die Frage ist nur, wie wir damit umgehen. Und deshalb ist mir, wie gesagt, eure Meinung sehr, sehr wichtig. Und ich möchte euch nochmals dazu anhalten, mir gerne eure Meinung in die Kommentare zu schreiben. Ich bin sehr, sehr gespannt. Das soll es von meiner Seite gewesen sein. Ich wünsche euch einen schönen Ausklang aus diesem Jahr und natürlich bleibt gesund.